Eine interessante Feststellung: Während die letzte Supermacht der Welt wankt, wird die IBG immer stärker. Der Raub der Massenvernichtungswaffen der westlichen Allianz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Um das Kernland abzusichern, erweckt der WA-Präsident bereits den Abzug aller Truppen aus Europa. Und die internationale Befreiungsgruppe ist entschlossen, diesen Abzug zu beschleunigen. Unzählige Opfer der Aggression der WA meldeten sich freiwillig bei der IBG. Sogar befeindete Splittergruppen kämpfen für uns gegen unseren Feind. Die Erklärung, die ich verlesen werde, kommt vom Oberbefehlshaber der IBG. Wir sind überall. Weder Grenzen noch Mauern werden uns jemals aufhalten. Wir kämpfen gegen all unsere Feinde für die Freiheit aller Völker. Ja, das sind doch gute Nachrichten und damit willkommen zu einer neuen Folge von Command & Conquer Generals, die Stunde 0. Letztes Level mit der IBG, soweit ich weiß. Haltet sie auf! Der Stützpunkt des Asiatischen Paktes wird schon bald uns gehören. Sauber, ja, dann haben wir ja den Stützpunkt des Asiatischen Paktes. Das ist natürlich richtig gut. Das heißt, wir haben natürlich dann auch die Möglichkeiten, Overlords zu bauen. So, dann werde ich erstmal ein bisschen ausbauen hier. Ein Radar. Ja. Aber dazu müssen wir die Kommandozentrale des Asiatischen Paktes erobern. Habe ich erobert. Baue ich auch gleich aus. Die Radarfunktion. Sie müssen eine IBG-Kommandozentrale bauen. Du, ich bin hier schon weit voraus, Alter. Wir sind sehr wankelmütig. Upgrade verfügbar. Ich tue, was ich tun muss. Unser Wille ist stark. Klippen? Kein Problem. Fahren wir. Tempo. Tempo, Tempo. Tempo, Tempo. So, noch ein bisschen Knete eingesammelt. Du kommst weg. Was wollen Sie von mir? Lasst uns bauen. Unsere Basis wird angegriffen. Oh, da kann ich nicht bauen. Sehr guter Plan, Genosse General. Wir haben große Pläne. Gute Entscheidung. Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Ich beeile mich. So, soweit ist hier oben alles dicht. Ich hoffe, da kommt keiner mehr durch. Mal gucken. Aber ich baue noch ein bisschen weiter hier aus. Ich will auf jeden Fall die Atombombe haben. Upgrade verfügbar. Schön. Wir müssen den feindlichen Stützpunkt im Süden zerstören. Je länger wir warten, desto schwieriger wird es. Alles klar. Wir haben einen Krieger verloren. Was? Jetzt schon? Ja, da machen sie auch gleich Druck hier. Die Assis. Wir müssen die Kriegsgefangenen aus den Klauen unserer feigen Feinde befreien. Erstmal sorge ich für ein paar Panzer.
Dann kann ich da gerne Angriff machen. Wir haben einen Krieger verloren. Mal eine. Oh, schon gut, ich werde arbeiten. Angeblich sollen die Kriegsgefangenen in der WA-Basis in Kürze verlegt werden. Wir müssen sie vorher befreien. Oh, jetzt kommen sie aber hier. Ohne Ende. Das ist nicht gut. Am besten ist es, glaube ich, wenn ich so schnell wie möglich einen Schwarzmarkt wieder kriege, damit ich dieses Selbstreparatur-Upgrade machen kann. Ja, es geht. So, und schon haben wir eine Atombombe. Gute Entscheidung. Wir werden im Wohlstand leben. Verlegung der Kriegsgefangenen in 13 Minuten. Oder fast 14 Minuten, sagen wir es mal so. Ja. Wir haben große Pläne. Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Das war viel Arbeit. Oh, ich kann sogar einen Overlord bauen, den baue ich mal. Zu wenig Energie. Wir haben einen Krieger verloren. Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Gottes Willen. Wir haben große Pläne. Sind Sie soweit? Gute Entscheidung. Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. So, ja, okay, die erste Beförderung. Da würde ich sagen, gehe ich mal auf Geld. Geld, 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 Geld regiert die Welt, sagt man ja so schön. Oh, jetzt ist das kaputt. Verdammt, habe ich nicht drauf geachtet. Man kann natürlich die Reaktoren über, ein bisschen überlasten. Allerdings geht das denn auf deren Energie. Muss man natürlich drauf achten. Komm schon, Alter, beweg dich. So, und dann haben wir es soweit, glaube ich. Geld kriegen wir auf jeden Fall auch gleich ohne Ende. Baue ich erstmal. Ah, jetzt ist die andere wieder kaputt gegangen. Ai. Wir werden im Wohlstand leben. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion steht zu. Schwung in die Fischerei. Wir werden im Wohlstand leben. Lasst uns bauen. Wir werden im Wohlstand leben. Wir haben zu wenig Energie. So, jetzt aber. Und da baue ich mal gleich wieder ein paar neue. Gute Entscheidung. Was wollen Sie von mir? Ich tue, was ich tun muss. So. Wir haben große Pläne. Gute Entscheidung. So, hier noch kurz ein paar
Verteidigungsanlagen aufgebaut und dann denke ich, können wir da durchrocken. 10 Minuten, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, das bist du. So, jetzt geht's los. Jetzt gibt's Ärger. Das Upgrade habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal. Super, super, super. Wir haben große Pläne. Ein sehr guter Plan, Genosse General. Ich bin die Artillerie. Ah, hier kommen sie auch nicht mehr durch. Skorpionpanzer. Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. So, natürlich kann man jetzt hier auch wieder die Basis einnehmen, wie man will, ne? Allerdings habe ich nicht viel Zeit. Die BA-Basis, ja. Damit wir den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen können. Ist jetzt nicht so wichtig, deswegen. Fahr doch da rein. Wir haben einen Krieger verloren. Ist ja schon läuft. Krieger verloren. Wir sind bereit, nach Hause zurückzukehren. Wir befreien unsere Brüder. General, wir brauchen dringend einen Skatsturm. Jawohl. Unsere Atomrakete ist startbereit. So, was nehmen wir denn da? Ich nehme mal den Hinterhalt hier. Kann ja auch nicht verkehrt sein. Nehmen wir doch mal die Basis ein. Wenn ich schon die Zeit dazu habe, mache ich das so. Oh, nicht die Jungs. Nicht die Jungs töten. Nein, mach keinen Scheiß. Wir haben einen Krieger verloren. Die Idioten. Aber egal. Die jetzt einfach hier hochbringen und dann müsste es das, glaube ich, gewesen sein. Unser Wille ist stark. Schon erzählt. So, genau. Und er sagte, Skatsturm kann er haben. Wie viele? 10? 20? Kein Problem. Genau. Wir haben außerdem das Webzentrum. Ich sagte ja zu Anfang, bei der allerersten Folge bei Command & Conquer, die Stunde 0, gibt es auch so eine speziellen Gebäude, so wie das hier zum Beispiel auch. Da hat man die Möglichkeit, einen Satellitenzugriff anzufordern. Kriegsgefangene sind wieder in ihrem Dorf. Jo. Sie kämpfen ab jetzt an unserer Seite. Außerdem haben sie zusätzliche Vorräte für uns.
Gut. Oh ja, und was für welche? 36.000. Danke, dass Sie meine Leute befreit haben. Mhm. Upgrade verfügbar. Alles klar. Ja, wie ich schon sagte, da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit auf einen Satellitenzugriff und ihr seht schon, bupp, dann wird automatisch die Basis des Gegners angezeigt. Und da würde ich dann, glaube ich, auch mal gleich einen reinkloppen hier. Warum nicht? Naja, wo ist viel Strom brauche ich. Ich muss mal auf Strom gehen hier. Oder wie, oder was? Ja, komm mal hier. Feuer frei. Starte Atomrakete. Das wird eine Lehre sein. Ja, das wird sie aber leider nicht aufhalten. So, genau, was gibt's noch zum Webzentrum zu sagen? Hier kann man noch Hackers reinstellen. Wie viel? Ich glaube 8 Stück, ne? 6, 7, 8. So. Lasst uns bauen. Gleich noch eine Atombombe. Dort kann ich nicht bauen. Das wird mal ein hübsches Gebäude. Ich werde gehorchen. Und noch mehr Skatstürme. Ich werde gehorchen. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Den werde ich so zubomben. Wir haben eine feindliche Partikelkanone geortet. Noch eine? Lass den Scheiß. Schön hier. Das System ist von mir sicher. Alles zugebaut hier. Hm. Aber er feuert sie nicht ab. Warum nicht? Was wollen Sie von mir? Gibt es kein besseres Werkzeug? So, der kleine Stützpunkt im Süden wäre erledigt. Jetzt können wir uns um die kontinentale Zentrale der WA kümmern. Genau. So, und da ich ja jetzt diese Hauptzentrale von denen eingenommen habe, kann ich ja jetzt auch wieder den Satellitenzugriff anfordern. Ja, den Spionagesatelliten. Und siehe da, da hat er die ganzen Reaktoren von ihm. Da eine Bombe rein und er kann seine Partikelkanonen vergessen. Ja. Das System ist von mir sicher. Das Gebäude hat ja große Pläne. Ablenkkabel bereit. Ein Panzer in der Nähe. Verlege Raketenwerfer. Wir haben große Pläne. Natürlich ist ein guter Sicher. Was liegt an? Guter Untergrund, alles klar. Guter Untergrund. Gebäude ist fern. Unser Wille ist stark. Schnell, ich kann. Wird gemacht. Ja, mein Verbündeter, der macht hier auch ordentlich Gas. Der baut auch richtig fleißig, sehe ich gerade. Auch ein Skatsturm. Ich baue hier alles voll. Ich tue, was ich tun muss. Was wollen Sie von mir? Da kann ich nicht bauen. Ich tue, was ich tun muss. So, und das war's mit der Knete. Ja, aber dafür bin ich jetzt auf jeden Fall eine Übermacht. Eine Supermacht. Ins Warme. Na, und ihr seht schon, da hacken sie sich die ganze Zeit das Geld aus dem Internet raus.
Die saugen das Internet leer. Wir werden im Wohlstand leben. Du geh mal weg. Ich werde gehorchen. Schengen-Upgrade verfügbar. Ich werde gehorchen. Unsere Basis wird angegriffen. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Was? Unsere Basis wird angegriffen? Wodurch das denn? Naja, wie dem auch sei. So. Kommt erstmal der erste Scud-Sturm hier auf seine Stromversorgung drauf. Starte Scud-Sturm. So, bomben den zurück in die Steinzeit. Sayonara. Das hat jetzt aber nicht so viel reingehauen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Okay. Ich werde gehorchen. Aber das macht nichts. Ich baue noch mehr. Da kann ich nicht bauen. Ich tue mein Bestes. Wir haben große Pläne. Finden Sie einen besseren Standort. Unser Wille ist stark. Unsere Atomrakete ist startbereit. Jawohl. Starte Atomrakete. Der Feind schickt Bodentruppen. Verteidigen Sie unsere Basis. Ach, eben sind neue Kämpfer eingetroffen. Der macht aber auch immer Stress, dabei ist es immer nur halb so schlimm. Allerdings funktioniert, also seine ganzen Kernkraftwerke hier links oben sind auf jeden Fall kaputt. Dennoch hat er genug Strom, sonst würden die Patriot-Systeme hier nicht mehr funktionieren. Das heißt, irgendwo sind sie noch. Opfern wir mal unsere Jungs hier. Hör sie! Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Wir haben einen Krieger verloren. Der Tod war nicht umsonst, Brüder. Starte Scud-Sturm. Ich tue mein Bestes. Was haben wir hier? Ja, ich verstehe. So, und das waren die letzten. Jetzt hat er keinen Strom mehr. Und jetzt kann ich mich einem nach dem anderen drum kümmern. Unsere Atomrakete ist startbereit. Genau. Eine partige Kanone nach der anderen hole ich jetzt raus. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Ja, Mann. Starte Scud-Sturm. Starte Atomrakete. Wir starten alles. Skorpionpanzer. Allzeit bereit. Guter Untergrund. Neues Bauprojekt. Die Partikelkanone ist Geschichte. Ja, sieht so aus. So, dann decke ich nochmal kurz auf. Hier irgendwo ist nämlich noch eine. Und die hat auch wieder Strom, so wie es aussieht. Da bist du. So, allerdings brauche ich noch eine zweite Superwaffe drauf, sonst bringt das nichts. Unser Wille ist stark. So schnell ich kann. Guck ich erstmal, was die Leute hier reißen. Wird gemacht. So schnell ich kann. Wir müssen mit allem, was wir haben, angreifen. Wir haben einen Krieger verloren. Unkoordiniert. Unkoordiniert.
Paladin-Panzer da, der muss auf jeden Fall weg. Unser Skatsturm ist einsatzbereit. Genau. Ihr seid des Todes. Wir haben einen Krieger verloren. Aber das war nicht gut, hier so eine Chemieanlage da zu zerstören. Tut ihm das auch weh? Ja, das tut ihm auch weh. Wir haben einen Krieger verloren. So, jetzt bist du dran. Starte Skatsturm. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, aber nicht schlecht. Der baut ziemlich schnell wieder auf hier, mein lieber Mann. Starte Skatsturm. Jetzt zerstöre ich hier erstmal seine Flugfelder. Der hat zwar bis jetzt noch keine Flugzeuge eingesetzt, aber könnte auch sein, weil er noch nicht genug Geld dafür hat. Unser Wille ist stark. Deswegen gar nicht erst abwarten lassen. Gleich weg damit. Unser Skatsturm ist einsatzbereit. So, hier kommt der Starte Atomrakete. Dankeschön. Was soll denn der Scheiß? Unser Skatsturm ist einsatzbereit. Genau. Aber das war's jetzt, glaube ich, so oder so. Der hat gar keine Chance mehr. Starte Skatsturm. Unser Wille ist stark. Gut fühlt es mir nicht. So, ja, Leute, ich meine, das sollte jetzt eigentlich gewesen sein. Ich hätte eigentlich gar keine Chance mehr. Also, man merkt schon in den letzten Leveln immer der Kampagne, egal welche Fraktion das jetzt ist, also, es ist immer ein Spiel mit den Superwaffen. Ja, genau. Unsere Atomrakete ist startbereit. Wer viele Superwaffen hat, hat eigentlich gewonnen. Nee, ist das nicht. Mehr ist das nicht. Starte Skatsturm. Starte Atomrakete.
So, ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt hier noch. Der Weg ist frei. Ach, da noch. Für Gerechtigkeit. Für die Freiheit. Eier! Unser Wille ist stark. Ja, ich verstehe. Mein Volk lässt sich nicht verwehren. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Starte Scud-Sturm. Ach, guck an, der hat sogar wieder Sturm. Wir haben einen Krieger verloren. Wie geht das denn? Unser Mut ist grenzenlos. Wir haben einen Krieger verloren. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Wir haben einen Krieger verloren. So, hier ist nichts. Ja, keine Ahnung. Eigentlich müsste es jetzt vorbei sein. Es sei denn, ich habe hier wirklich noch was vergessen. Was gibt's zu tun? Oh, ich mach schnell den Flughafen hier. Guck ich mir das mal aus der Luft an. So, jetzt das Gerüst. Auf in den Kampf! Ach, alles klar. Ja. Guter Mann, wenn ich dich nicht gehabt hätte. Hätte ich hier ewig gesucht. Alles drauf! Starte Scud-Sturm. Lasst es regnen. Während die westliche Allianz und der asiatische Pakt mit gegenseitigen Schuldzuweisungen beschäftigt sind, feiern die Anhänger der IBG den Abzug der WA-Streitkräfte aus Europa. Der Verlust ihrer Stützpunkte ist für die angebliche Supermacht ein herber Rückschlag. Der WA-Präsident begründet den Abzug indessen mit dem erhöhten Truppenbedarf zur Sicherung der Heimatfront. Nun, da die Vorherrschaft der westlichen Allianz gebrochen ist, werden uns die mutigen Führer der IBG in eine ruhmreiche Zukunft führen. Das war ein Bericht von Omar bin Ghazali. Gut, Leute. Das war auf jeden Fall die letzte Folge, oder besser gesagt das letzte Level der Kampagne von der GBA, oder IBG besser gesagt. Ja. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei. Da geht es dann nämlich mit der AP, also mit China, weiter. Einer meiner Lieblingsfraktionen auf jeden Fall. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.